Pfirti, liebe Zuschauer. Was war das? Pfirti Bruce, Pfirti Marius. Pfirti. Voll geil. Kann ich Steine nicht scannen. F. Nicht die, ja. nicht die Deko-Mini-Steine. Die sind etwas zu hodengroß. Ich habe jetzt die Basis beansprucht. Endlich habe ich es geschafft. Hurra, hurra. So, was next? Was ist next Aufgabe? Ich hab gerade noch so einen Zoom, warte. Ich kann ihn nicht scannen, Alter. Achso, du hast diesen Scan-Zoom, ja, ja. Okay, hier steht, benutze das Terminal mit E, ja, das krieg ich nochmal hin. Kriegst du es nochmal hin, echt? Also steht in Rot Sauerstoff drunter, aber ich krieg Basis halt keinen Sauerstoff. Basis umbenennen, Basis hochladen, weggehen, löschen. Den kriegst du, das ist die Sekundäre, also oben ist immer das Primäre, was du kriegst, ja. Und darunter das Sekundäre, davon kriegst du weniger. Oder gar nichts, das werde ich noch angegeben. Ja, diese scheiß Dinger, Alter. Ich geb, komm mal her, ich geb dir was Sauerstoff. Ja, jetzt habe ich zwei. Ich kann nicht wieder für zwei Sekunden atmen. Ich kann dir auch 50 geben. Komm mal in meine Nähe, dann kriegst du welche. Da, bitte. Ja, ich habe nur Leute mitgebracht. Toll. Mich wollen die nicht, nur dich. Okay, ich habe jetzt die Basis umbenannt und auf den Server hochgeladen und ich soll immer noch mit dem Terminal reden. Basis von Ralfinger. Bauplananalysator, aber das kann ich ja jetzt nicht machen, wenn der Ralf seine Basis jetzt hier hat. Das ist doch völlig bescheuert. Ich wollte gerade sagen, gehen dein Schuppen, aber der ist ja weg. Ja, die nächste Frage, die ich jetzt hatte, der Schuppen ist auch verschwunden, oder was? Ja, ja. Absturz. Alles weg. Jetzt, also bei mir steht nur noch hier Erwachen. Basiscomputer online. Benutze das Terminal mit E. Und jetzt ja, das muss einfach interagieren. Die Erwachen-Mission hast du jetzt? Weiß ich nicht. Hier steht Basis umbenennen, Basis hochladen, löschen und weggehen. Die drei Optionen habe ich. Geh mal in P und ein Protokoll und guck mal, was steht immer genau, was du machen musst, meine ich. Gründe eine Basis und baue sie. Finde einen geeigneten Planeten und setze einen Basiscomputer ein. Genau, jetzt musst du einen Boden bauen, vier Wände und ein Dach. Ah, okay. Und das steht wo? Mit Z. Einfache Komponenten bauen. Was kannst du Z? Durchscrollen? Mit Z kannst du ja bauen. So, und dann kannst du ja durchscrollen. Technologie, Komponenten. Und dann musst du F drücken wieder. Dann kommst du in die nächste Kategorie und so weiter. Was? Du bist jetzt in Technologie, wenn du jetzt Z drückst einmal. Dann hast du ja da eine Liste. Signalbooster, tragbare Raffinerie und Basiscomputer habe ich. Wäre ich jetzt mit Baller, ich mach gar nichts. Hast du gehört, was ich da hab? Ich kann diese drei Dinge halten. Ja, ja. Du kannst. Oh, ich kann jetzt gerade am Baller. Ich hab geballert. Warum auch immer. Mann, ey. Ich hab dich angeschwärzt bei dem, dass du mich in Ruhe lässt. Du bist bei Technologieteile. Da müssen eigentlich mehr Kategorien sein. Jetzt Dekoration und einfache Komponenten in deinem Baumenü. Okay. Oh, fick mich doch nicht an, ey. Ich hab nichts gemacht. Ich stehe nur hier. Ich muss kurz weg. Oh. Ich habe da keine. Ich habe Basis. Habe ich nicht. Hast du kein neues Hauptkategorie? Nee, wo sehe ich das denn? Wo wäre das denn sichtbar? Ja, bei Z direkt. Also direkt, wenn du Z drückst. Ja, das habe ich ja gedrückt, aber nichts weiß ich doch nicht. Das ist ja die Frage. Die Wände und so. Was ja, aber ich kann da keine Boden oder Wände bauen. Du musst erstmal interagieren mit deinem Computer. Habe ich schon alles durchgeklickt. So. Und wenn du jetzt Z drückst, was siehst du denn da? Ja, ja, immer noch derselbe, wie ich schon dreimal gesagt habe. Signalbooster, Basiscomputer und tragbare Raffinerie, mehr nicht. Haben wir das kaputt gemacht, weil wir da vorhin diese zwei Basen schon hatten, oder wie? Nee, nee. Nee, aber eigentlich sollte es, wenn du jetzt nochmal interagierst, steht da nicht irgendwas mit V-Pläne runterladen. Nein, steht da nicht. Ich habe nur, ich kann es nochmal vorlesen, Basis umbenennen, Basis hochladen, Basis löschen. Nee, wenn du mit deinem Computer interagierst hier. Mit was denn für einem Computer? Mit deinem Basiscomputer. Ja, habe ich doch. Das ist doch das, was da steht. Ja, mach doch nochmal. Ja, ich habe das doch schon dreimal vorgelesen, man hört ja nicht zu. Nee, du, mit dem Ding, das du da gebaut hast, E drücken. Hab ich doch schon zum vierten Mal. Da steht Basis umbenennen, Basis hochladen, Basis löschen und weggehen. Mehr ist da nicht. Mehr ja, dann wird, ne? Ja, sag ich ja, mehr kann ich nicht machen. Das kannst du euch noch ein fünftes Mal erklären, was da steht. Aber unten was rechts, unten rechts steht bei dir, du musst jetzt diese scheiß Basis bauen. Benutze das Terminal mit E, ist meine Aufgabe gerade. Lol. Sag mal, hab ich Kacke am Arsch, oder was? Also ich kann, nee, dann, ich kann das nicht machen, da geht halt nicht. Ja, das ist eine sehr gute Frage, warum du jetzt den Bug hast. Ich weiß halt nicht. Der sagt, ich soll E drücken und ich kann eigentlich nur löschen. Ja, du hast normalerweise, wenn du dann Z drückst, hast du da Kategorien neu. Bauobjekte halt, Wände und so. Ja, das kommt ja erst, wenn er dann interagiert hat. Aber genau. Er kann ja, wenn er interagiert, passiert halt gar nichts mehr. Doch, ich habe diese vier Optionen, aber davon macht ja keinen Sinn. Ja, normalerweise kriegst du irgendwie so einen Dialog und dann kannst du irgendwelche Bauteile runterladen. Kann das sein, dass du da statt auf herunterladen vorhin auf weggehen geklickt hast? Ich habe
Da, es gab kein Herunterladen. Ich habe das ja Ach alles so. Vorgelesen. Okay. Was steht denn in deinem Protokoll unter P? Was ja, steht das, da? Das habe ich doch da auch steht, schon da steht nur Baubasis, ne? Da steht Gründe eine Basis und baue sie. Vielleicht sollte man auf einen anderen Planeten gehen. Vielleicht ist es echt, vielleicht ist es ja einfach tot hier. Ja, ihr habt das so kaputt gemacht. Und ich kann die Basis wieder nicht entfernen, ne? Ja, du kannst sie wieder löschen. Nee, du musst sie löschen. Aber warte, pack erstmal dein Ding hier ein. Pack erst alles ein, genau. Müssen wir halt woanders. Boah, ihr kriegt alles kaputt, ne? Ich spiele mit drei Kollegen, das ist mir noch nie passiert. Basis entfernen geht immer noch nicht. Wie war löschen nochmal? Mit dem Interagieren dann steht da Basis löschen. Ah ja, okay. Und dann kriegst du so eine geile Kamerafahrt. Ich habe jetzt einen Meilenstein erreicht, weil ich gedrückt habe. Jetzt ist Verarschen Game, Alter. Zum 80. Mal gedrückt. Glückwunsch. Löschen, ne? Da müssen wir halt auf anderen Bahn. Jesus fucking Christ, ey. Da kommst du dir echt dumm vor, ne? Wenn ich das fünfmal erklären muss, dass es nicht geht, ey. Das ist einfach bescheuert, ey. Ja, ja, aber wir versuchen ja nur zu verstehen, warum irgendwie das nicht geht. Ja, ja, ist das nur frustrierend, wenn du einfach fünfmal selber sagen musst, ey. Ich versteh's schon. Ja, let's go, boys. Ab nach oben. Where do we go? Anders hin. Auf welchem Planeten willst du? Lass mich. Oh, ja, ist mein Schiff. Lass stehen. Das ist mein Schiff. Weiß mein Schatz. Piss dich, halt. Verpiss dich, Alter. Das ist mein Schiff, Alter. Verpiss dich. Können ja den sticken. Wir können ja den Feuchten nehmen, der ist schön nass. Der Feuchte ist gechillt. Da ist halt, wie gesagt, nur viel. Regnet halt viel, aber glaube ich nichts Giftiges. Kann es daran liegen, dass ich auf diesem anderen Planeten dieses Zeichen im Weltall habe? Also ich sehe da vielleicht ein Mario, das ist ein Haus. Dieser Basiscomputer-Quest. Ja, das ist jetzt auch wieder. Hast du die denn? Dein Haus? Dem Feuchten. Auf welchem Planeten hast du die Quest halt? Ich hab's markiert. Ich hab keine Ahnung. Ich sehe deine Markierung leider nicht. Hier steht Basiscomputer-Archiv. Vielleicht. Genau. Dann fliege ich dir hinterher. Ja, wir machen mal. Welcher Planet ist das? Welchem? Das weiß ich nicht. Das dem rechts da auf dem weißen. Ich will doch da gar nicht hinfliegen. Wohin fliege ich denn? Bei der Raumstation ist bei mir dieser Icon. Okay, dann ach dann! Yeah. Dann hä? Ja, aber dann hast du wahrscheinlich die Quest übersprungen oder was? Ah, ich hab die doch nach Bruce erst gemacht. Ja, ja. Ich vermute, dass du bei Erdi gemacht hast, das Ding da gebaut hast, dass du das aber meine du Quest eigentlich jetzt, bauen können. Das, meine Quest ist jetzt, dass ich so einen Bauplan an den Visator bauen muss. Ja, ja. Damit kannst du dann neue Sachen erforschen, was du bauen kannst. Naja, ja, das nehme ich schon an. Oder welche eine Markierung von Ralf? Du, ich fliege auf dieses Icon zu. Da ist, ich weiß nicht, ob da ein Planet ist. Ah, ich sehe, das ist die Raumstation. Ja, ja, sag ich ja. Ist ja woanders. Oder? Ja, dann flieg da mal hin. Dann kommen wir mal alle hin. Ja. Also, sobald ich diesen Sprung mache, fliege ich ganz woanders hin. Du musst das ziemlich zentrieren. Am besten noch markieren und dann zentriert er sich automatisch mit deinem Übersprung. Also meistens, weil du nicht noch links und rechts noch andere Sachen hast, die direkt daneben liegen. Ich fliege jetzt auf deine Markierung zu. Jo. Holy shit! Holy shit! Los, bist du angekommen? Nee, ich brauche eine Minute. Ey, Ralf. So. Ja, ich versuche diesen Sprung dahin zu. Ey, der geht immer nach rechts auf den Planeten. Ich komme da nicht an. Ich hasse dieses Spiel. Warum ist es so? Ich meine, ich werde doch wohl noch einen Punkt markieren können. Ja, markieren und springen. Was soll ich denn sonst machen? Aber die ist die Basis wo ganz anders. Also. Ja, weil ich irgendwo anders hinfliege. Ich weiß auch nicht warum. Also, ich sehe jetzt so eine komische grüne Markierung mit zwei Pfeilen, die wo Ralfinger steht. Und da fliege ich jetzt. Und die ist bei mir. Bei der Raumstation. Ja, genau. Bei mir auch, genau. Aber sobald ich mich darauf ausrichte und Leertaste drücke... Richte dir auf das Lilane aus, ne? Was denn für ein Lilane ist? Achso, ich hab kein Lilane. Ja, das ist normal. Der sucht sich immer das nächst Sinnvolle. Ja, aber das ist ja völlig bescheuert. Ja. Ja, ist halt so. Ja, lol. Das funktioniert leider nicht immer, das mit dem Hupersprung markieren. Ich brauche also jetzt 12 Minuten. Ich kann mich nur daran erinnern, dass vor dem Update ging das eigentlich immer, so wie ich das wollte. Ja, es geht, also bis jetzt 90% geht das bei mir, wenn ich es wirklich zentriere, mit E markiere. Ah, jetzt fliege ich zumindest in die Richtung von euch. Hurra, endlich.
Ja, okay, jetzt. So, jetzt bin ich bei der Raumstation und das Reifinger-Ding ist da drunter. Ja, warte mal, bis er da ist. Ja, wie gesagt, ich bin die ganze Zeit auf diesen Planeten rechts geflogen, wenn ich den Übersprung aktiviert habe. Hm. Warum auch immer. Jetzt habe ich es nach viermal endlich geschafft, dahin zu fliegen. Ich meine, das Schöne ist, man kann das ja alles auf Video nachgucken. Ich verarsche euch ja nicht. Ich warte seit der Ansicht. Hier bei deiner Maskierung ist einfach gar nichts. Ist nichts. Ja, ich hatte diesen Bug auch mal mit einer anderen Mission. Also ist nichts einfach leuchten. Eine Mission ist. Das war im Weltall irgendwo nichts. What the fuck, Alter. Ja, geil. Ne? Krasse Mission, Alter. Ja, tja, hier ist nichts. Ne? Die Station ist ja auch wohl ganz anders, also die Raumstation. Die Raumstation ist drüber. Hm. Merkst du dann, wenn du näher kommst? Kann ich eigentlich auch einem. Siehst du, hier ist nichts, ne? Hier leuchtet es nur bunt. Ja, genau. Und genau, hier sind so komische bunte Lichter. Ja, vielleicht muss er hier irgendwas scannen oder so. Ich kann ich kenne das. Ich hatte den Bug. Für mich ist es ein Bug, weil hier ist nichts. Also bei mir ist. Das direkt vor meiner Nase. Ja, genau. Irgendwo. Ich bin genau bei dir. Wir sind alle am selben Ort und sehen gar nichts. Ja, bei mir ist dieses Icon direkt vor mir. Direkt vor mir. Ja, normalerweise ist dieses Bau, den Bau, die Basis auf irgendeinem Planeten. Warte, das ist eine Markierung von dir, du Eumel. Ja, aber wie soll ich dann irgendwas im Weltall markieren? Das ist doch. Also, ich muss. Als ich vorhin diesen Basiscomputer gebaut habe, habe ich doch gesagt, hey, das Icon ist bei mir im Himmel. Genau. Das ist das Ding. Und guck dich mal ein bisschen um. Hast du irgendwo auf anderen Planeten noch so ein Symbol? Irgendein Planeten, der hier rumschwebt hier. Ich auf den Feuchten und gucke, ob ich eine Frau finde. Nee, Mann, das ist genau nur das Ding am Weltall bei mir. Das ist so ätzend, ey. Warum ist das so? Was war das? Mein Frachter. Ich weiß nicht. Ach so. Tipp wieder an. Ja, Jungs, nee, das ist das. Vielleicht sollten wir einfach mal den Server neu starten, beziehungsweise neu joinen einfach komplett. Vielleicht hat sich wirklich irgendwas zerschossen bei euch beiden. Ziel erreicht, steht aber da, danke. kommt mal alle hier rein in den Frachter. Wo ist denn der Frachter? Frachter ist da oben. Da, wo ich bin. Du musst in dieses blaue Licht reinfliegen da vorne, dann gehst du da rein. Wo ist es? So, ich flieg rein. Und dann kurz aussteigen, speichern war und dann gehen wir kurz ins Hauptmenü, starten neu. Brauchst nicht das Spiel neu, einfach nur. Ja, guck mal, das der Fuck, der lebt dich. Der bleibt jetzt wieder außen, Alter, der landet auf einer anderen Lande. Fickt euch. Ja, aussuchen kann ich mir auch nicht. Da ist ja Traktorstrahl drin, ne? Der Traktorstrahl. Und der Traktor, ey. Traktorstrahl. Kann ich dich hier vermöbeln? Na. Hey, Ralf, so, guck gespeichert. Mal. Dann gehen wir kurz ins Hauptmenü. Ja, also speichert automatisch, oder? Der speichert automatisch, wenn du aus dem Spiel. Also Leute, denkt dran. Ich habe wirklich hier. Wie war das mit der Animation nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. X. Und zwar, ich muss das jetzt hier ein bisschen. Hier draußen. Nee, warte fein mal, gemacht. Falsche Richtung. Hast du fein gemacht. Da draußen. Direkt, da eher so weiter oben. Krass. War. Voll krass. Voll die Anzeige, Mann. Und ich sage euch, halt, stopp. Nein. Du bist der Beste. Wie gerade geklaut? Ja. Hast du mir gerade geklaut? Alter, wo ist mein Portemonnaie? Was? Wie, wo? Ich hab nichts. Hey, du, komm mal her. Nee, Mann, das geht mir jetzt auf den Sack. Ich chill jetzt erstmal. It's me, Mario. Also, warum auch immer das so ist, wie es ist. Also, diese Quest im Nichts hatte ich auch schon mal. Aber warum sagst du mir das dann nicht? Also ich ja, gesagt, das ist im Himmel. Normalerweise ist das auf dem Planeten, du baust das Ding wie der Bruce und das, ne, dann fertig. Okay. Hat ja bei ihm auch funktioniert. Ja, aber bei Bruce war es nicht im Himmel, oder? Nee, bei mir war es auch nicht. Also nee, bei mir war gar keine Markierung, ich habe einfach gebaut. So, zurück zur Modusauswahl. Jetzt bin ich im Schiff. Ja, geht's mal zurück zur Modusauswahl. Ja, vor 14 Minuten das letzte Mal gespeichert. Was? Nein. Stand da. Oh oh. Dann nicht rausgehen. Das steht die Bild schon raus. Das ging so schnell. Lest doch. Ja, aber gut. Weißt du, speichert ja, wenn man aus dem Schiff aussteigt. Immer. Ja, aber ich bin aus dem Schiff, aus dem Frachter ausgestiegen. Ja, ich weiß. Ja, gut, das haben wir vor 14 Minuten gemacht. Wir sind nichts, wir sind rumgehört. Ich habe meine Markierung gesucht, also nehme. Zeitsprung. Du sagst, wenn der Server wieder geht. Ich bin drauf wieder, ja. Ja, dann bin mal gespannt, wo ihr spawnt. Wahrscheinlich an dem Punkt im Weltall.
Genau! Nein, auf dem Planeten, auf dem trostlosen Planeten. Ja, mit den Walkern. Genau. Ja, genau, 15 Stück habe ich bestellt. Oh, 15 Gott. Chicken, 15 Chicken Wings. Hier bestellt. Wieder den schönen Ladebildschirm, wo irgendwelche Sternsysteme angezeigt werden. Ja, alles pink und cool bei mir. Lustig ist, da kannst du überall hin, das ist ja voll geil. Oh, guck mal, ich habe meine Basis und die andere ist. Okay, ich habe meine Basis direkt vor mir stehen. Nice. Hä? Aber du bist auf dem Planeten? Ja, ja. Schau mal hier, Zugriff auf Protokoll. Okay, ich beginne das, ich mache das jetzt, ich lese euch direkt vor. Ich bin auch auf dem Planeten. Ja, ich bin direkt neben Paras. Ja. Hey, Pläne herunterladen kann ich jetzt. Richtig. Ja. Ey, richtig. Ey, das war da nie. Das war da nie. Ach, vorher. Du hast das nur nicht gesehen, du Opfer. Oh, Holzmann. Nein, ey, endlich kann ich's bauen. Du, du bist schuld. Ey, endlich kann ich den Scheiß bauen. Nein. Du bist schuld. Ja, es tut mir leid, Mann. Aber Scheiße, Mann. Ich bin trotzdem voll okay hier. Ja, das war voll unangenehm. Guck mal, ich hab eine blaue Wi-Fi-Antenne in meinem Hirn. Ich kann da nichts dafür, Mann. Ich hab doch nichts. Ja, guck mal nach oben, Alter. Das ist schon wieder lustig. Was eskaliert denn hier? Was macht denn die Drohne schon wieder hier? Guck mal. Kann ich doch nach oben zeigen? Guck mal, das Ding da oben. Ah, ne. Ralf, ich mach mal wieder. Ralf ist scheiße. Echt? Ja, vielleicht. Das war die Bestätigung. So. Können wir ja weitermachen. Ich komm da mal wieder zum Ralf. Auf dem großen Planeten. Ich brauche mal einen Analysator, muss ich bauen. Und dafür brauche ich jetzt mal so eine Raffinerie. Ich bin nur Chaos hier, Alter. Und dafür brauche ich Sauerstoff und Metallplatte. Baue einen Unterstupf zum Schutz gegen Gefahren. Baue Fundament aus Holzbodenplatten. Ja, nice. Du musst jetzt deine Base bauen. Steht genau, was du machen musst. Ja, jetzt geht es auch alles. Jetzt habe ich auch die Holzbodenplatten auf Zettel. Wie gesagt, ich war... So, gibt's da noch andere Rubriken? Ja, du kannst dann halt durch switchen Dekoration und Wolke. Wie viel Sauerstoff brauche ich denn? Warum brauche ich eigentlich Sauerstoff für das Ding? Mit der Atmen. Warum brauche ich denn schon wieder Kohlenstoff? Brauche Sauerstoff für die Wände. Für die Wände braucht man mit Kohlenstoff. Das ist auch logisch, Mensch. Ja, aber das dauert ja ewig, bis ich den Sauerstoff habe auf diesem Kackplaneten hier. Ey, in jedem, fuck, jedem Stein ist Sauerstoff. Nee, sind nicht in jedem Stein Sauerstoff. Im fast jeden. Also ich habe jetzt 4 abgebaut und habe nicht einmal Sauerstoff gekriegt hier. Im fast in jedem. Ja, mach mal. Das ist doch noch mein scheiß Ding hier leer. Wir machen die Quests jetzt komplett durch, das sind nicht mehr so viele und dann reisen wir zu meinem Heimatplaneten. Dort ist grün, dort ist alles schön. So, jetzt kriege ich Sauerstoff hier. Jetzt. Jetzt malen wir mit Farben hier. Also diese leuchtenden Dinge, ist das eigentlich ein Glitch, dass die so leuchten? Nein. Ja, aber warum leuchten die denn nicht, wenn du weit weg bist? Sonst sind die schön rot schimmrig. Weil du... ja, das ist eine Behinderung, der Ding. Das ist eine Behinderung, ich kann nichts dafür. Lass die noch in Ruhe jetzt. Ich kann nichts dafür. Eine Behinderung, du bist eine Behinderung. So. Jetzt fertig mit den politisch unkorrekten Witzen hier. Echt? So. Holzplatten herstellen, auch mit dem Set-Menü wahrscheinlich, ne? Ja, alles. Genau. Du kannst, hast du Kategorien jetzt für die Maschinen, für Wohnungen und für Deko und so. Wohnungs. Bam. Ich hatte doch Kohlenstoff gesammelt. Warum habe ich denn... Ach, verdichteten Kohlenstoff habe ich gesammelt. Geil. Magnetisches Ferrit und Kohlenstoff Nano. Alles klar. Ach scheiße, ich wollte nur Kohlenstoff für das Ding hier. Ich finde aber nur verdichteten Kohlenstoff und nicht den normalen Kohlenstoff. Einmal scannen und C2, C+ suchen. Da hinten ist welcher. Hier ist welche? Ne, das ist. Was ist das, Sauerstoff oder Kohlenstoff? Sauerstoff. Das sind diese roten Kristalle. Ne, die roten Kristalle sind ja eben. Verdichteter Kohlenstoff. Verdichteter, ja. Kohlenstoff werden eigentlich aus Pflanzen. Wenn ihr den Kohlenstoff verarbeitet, dann wird, glaube ich, verdichteter draus. Wenn ihr den Verdichteten wiederverarbeitet, wird, glaube ich.
Wieder der andere draus. Das kann sein, ja. Man kann die wieder zurückkohlenstoffen, das weiß ich. Zurückkohlenstoff. Meine ich. Aber C plus ist verdichteter. Dann wird wahrscheinlich. Nee, C plus ist Sauerstoff. Nee, C plus ist O2 ist Sauerstoff. Ja, dann war das gerade Sauerstoff. C plus. Nee, C plus ist verdichteter Kohlenstoff. Ja, genau. Genau, da kommt Kohlenstoff bei raus, vollkommen richtig. Aber ich brauche... wie kann ich das denn jetzt machen? Was? Ja, ich brauche natürlich Kohlenstoff, um das anzutreiben. Ja, hau mal seinen verdichteten Kohlenstoff in die Raffinerie rein. Achso, den kannst du auch reintun, glaube ich, ja. Achso, ja, aber dann trenne ich dir gleich ein bisschen verdichtete Kohlenstoff, wie ich glaube, hier gerade anmache. Wie trenne ich den denn im Inventar? Ey, dieses scheiß Ding über uns, kannst du nicht mal verpissen, Mann, das ist voll laut, ey. Genau, du kannst das Ding mit Kohlenstoff und verdichtetem Kohlenstoff antreiben. Ja, aber wie trenne ich das im Inventar? Ach, fortgeschrittener Mineral. Brauchst du die Trennlinie rein und drück auf Benzin-Dingens und dann willst du das aus. Ja, aber ich kann doch nicht die Hälfte davon da reinpacken und die andere Hälfte da reinpacken. Also, du willst es splitten, oder was? Muss ich ja, weil ich habe nur verdichtet. Dann geh ins Inventar, halt das mit der linken Maus gedrückt und dann mit WS kannst du den Stapel verbinden. Dann können wir dieses Gerät da abballern, Mann, das gibt mir so viel Nerven. Ja, ich weiß nicht genau, was es macht. Ich weiß nur, die draufschießen ist eigentlich nicht so gut. Nein, ein Schießen ist, dann haben wir wieder Action. Jetzt ist es in den Boden gebackt, es ist weg. Auch eine Option. What the fuck, ja, ist das denn hier? Ne, jetzt ist wieder da. Jetzt ist wieder weg. Ich höre es. Ah, fuck, was habe ich jetzt gemacht? Hier so ein summendes Ei. Ey, also wenn du Spaß haben willst, mach's auf. Wenn nicht, also wenn du leben willst, lass es. Können wir beim Kohlenstoff nochmal bleiben? Wie splitte ich das bitte nochmal? Also, willst du das Material, was du splitten willst, mit der linken Maus hast? Dann hast du es in der Maus. Ja. Und dann mit W und S kannst du den Stapel ändern. Das steht rechts unten am Bildschirmrand. Bolleck. Hast du das Ei aufgemacht? Ja. Die sind ja voll easy, die zerklatschen ja. Biologische Abscheulichkeit entdeckt. Wir müssen unbedingt weg, der Fuß hat gerade Spaß. Nee, ist ja easy. Der platzt ja direkt. Ist ja voll easy, Alter. Ja, es sind aber einige Gegner, die da mal kommen, ne? So 8. Und? Ich halte da 2 Sekunden drauf und sind die tot. Dann hast du einfacher erwischt. Dann hast du Glück. Bei mir kommt zwar immer mehr raus, aber ist eigentlich egal. Ja. Die machen halt enorm viel Schaden bei mir, ne? Geklappt, Ralf? Ja, zum Glück. Bam, alle tot. Die Eier kannst du nachher in den Raumstation verticken. Warum löst sich auf? Ja, easy. Geil. Oh cool, no, ey, jetzt habe ich aufgeladen, dieses Scheißding. Ich bin so dumm, Alter. Ich habe meinen Kohlenstoff jetzt als Treibstoff in dieses Gerät gepackt. Ja, warte, ich habe... Pass auf, ich komme. Ich wollte den rausnehmen, nicht ein neues reinlegen. Das ist Kacke. Ja, aber warum ist das denn so, Mann? Warum sagt das Spiel nicht, möchten Sie das... Ja, Moment. Ja, gut. Der tut das da ein, wo du klickst. Jetzt habe ich 3 Kohlenstoff, ich kann so reinkotzen. Wie viel Kohlenstoff brauchst du? Geh auch mal ein bisschen holen. Boah, lass mich gucken. Ich geh mal ein bisschen Kohlenstoff für den Ralf. Ne? Oh, hier ist noch ein Eier, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ich brauche halt, wo ist denn der Boden hier? Ja. 20 und Wände brauche ich natürlich 4, oder? 180 an die 200 Kohlenstoff. Alles klar. Also normaler, nicht verdichtet. Normaler, ja. Aber den finde ich halt nicht. Das ist ja der Witz an der Sache. Ja, ich versuche jetzt gleich was. Mal schauen. Aber kriege ich den Kohlenstoff nicht mehr aus dem Treibstoffding da raus? Nee. Doch, wenn du es abgebaut hast, glaube ich. Also wenn du es mit der mittleren Maustaste wieder aufnimmst. Ach so. Ja, stimmt. Habe ich wirklich. 150. Awesome. Ja, gut, ne. Du hast jetzt normalen daraus geholt, oder nicht? Ja. 153 Kohlenstoff. Oh, ah, das ist so AIDS, Mann. Da ist voll das Loch. Dann geh rein. Nee. Doch Sauerstoff. Äh,
Eine Tür nicht vergessen. Bevorstehender Sturm? Ach stimmt, das ist eine Wand mit einer Tür. Dann bau schnell die Tür und ein Dach, dann kannst du da rein. Ja, ich hab keinen Kohlenstoff mehr. Oh. 27 Firmen noch. Ich hab auch keinen. Ich hab nur Verdichten. Das ist ja das Problem, wir haben keinen Kohlenstoff. Leute, die Kohlenstoffkrise, ich sag's euch. In der nächsten Folge werden wir eine Wand mit einer Tür bauen, hoffentlich irgendwann. Hoffentlich. Danke fürs Zuschauen und ja, krass. Ich dreh durch. Tschüss. Einen reichen Tag. Tschüss.